Hallo liebe Geschichtsfreunde, ich bin Markus. Heute stehe ich hier in Freiburg vor Münster, dem Wahrzeichen von Freiburg. Doch zu Münster gibt es ein anderes Video. Heute will ich mit euch auf den Schlossberg. Der Schlossberg hat eine ebenso lange Geschichte zu erzählen. Heute will ich euch mal zeigen, was für Spuren aus der Vergangenheit dort noch sichtbar sind. Los geht's! Vom Münster zum Schlossberg sind es gerade mal 5 Gehminuten. Wer in Freiburg wohnt, war bestimmt schon mal dort. Der Schlossberg ist die grüne Lunge von Freiburg. Naherholung zum Joggen, Spazieren oder einfach zum Ausblick genießen. Lange Zeit wurde der Schlossberg mit Burgen und später mit mächtigen Festungsanlagen gesichert. Die Stadt und der Schlossberg sind wie Erde und Mond. Sie brauchen einander. Besonders in Zeiten des Krieges war der Schlossberg ungeheuer wichtig für die Stadt. Wie wichtig? Das will ich euch heute zeigen. Dort, wo nur noch ein paar Steine sind, soll mal eine Burg über der Siedlung gethront haben. So, jetzt bin ich oben auf dem sogenannten Kanonenplatz. Er ist der bekannteste Platz auf dem Schlossberg. Sogar noch von der Stadt aus ist er sichtbar. Heute sind hier Fernrohre statt Kanonen. Hier hat man schon eine recht ordentliche Aussicht auf ganz Freiburg. Man kann sich gut vorstellen, warum die Herrschaften schon immer hier oben wohnen wollten. Bei gutem Wetter reicht die Sicht bis Frankreich. Aber kommt mal mit. Ich zeige euch, wo die erste Burg stand. Oh ja, das ist ein Burgplatz. Leider kaum noch was übrig von der Zähringer Burg. Wie die wohl aussah? Ein Turm steht noch da. Das ist die Ludwigshöhe. Leider ist dieser Turm nicht aus dem Mittelalter. Aber hier stand die erste Burg. Die erste Burg auf dem Schlossberg stand vermutlich schon vor 900 Jahren hier auf der Schlossbergnase. Also zu der Zeit, in der die Stadt Freiburg von den Zähringern gegründet wurde. Viel weiß man nicht mehr. Es gab auf jeden Fall einen großen Turm, der auf der Grafik gut zu erkennen ist. Hier thront die Burg hoch über der Stadt. Die Burg ist das Symbol der Macht über die Stadt. Zwischen der Stadt und der Burg werden nach dem Aussterben der Zähringer viele Konflikte ausgetragen, auch mit Krieg und Zerstörung der Burg. Seht mal, wie klein Freiburg damals gewesen ist. Und das Münster sah auch ganz anders aus. Hier die Sicht vom Standort des Turmes auf den Burgplatz. Die Sicht auf die Stadt ist grandios. Hinter der Burg gab es einen großen Graben. Dieser ist heute noch sichtbar und den möchte ich euch zeigen. Denn der Halsgraben ist wahrscheinlich das einzig deutlich Sichtbare auf dem Schlossberg, was die 900 Jahre überdauert hat. Selbst hier auf einer Oberflächengrafik ist der Halsgraben deutlich zu erkennen. Schutz vor Feinden von der Bergseite bietet dieser Graben. Ohne ihn hätten sich die Feinde durch den Schwarzwald an die Burg anschleichen können. Deswegen war der große Graben sehr wichtig. Auch heute wirkt seine Größe noch beeindruckend. Hier stehe ich, kleiner Mensch im großen Graben. Was muss das für eine Schinderei gewesen sein, so einen großen Graben durch den Fels zu treiben? Auf dem Burghalderring geht es weiter Richtung Salzbüchsle. Dieser Teil des Schlossbergs wurde erst im 17. Jahrhundert befestigt. Wir springen also aus dem 13. Jahrhundert in das 17. Jahrhundert. In 1677 wird Freiburg wieder einmal von der französischen Krone erobert. Doch nun gehört Freiburg 20 Jahre zu Frankreich. Das hat schwerwiegende Folgen für die Stadt. Für Freiburger ist Vauban wahrscheinlich eher ein Stadtteil. Doch Sébastien Le Prestre, Seigneur de Vauban, war der Festungsbaumeister des französischen Königs, Ludwigs des 14., des Sonnenkönigs.
so hat hier unter Vauban eine gewaltige Großbaustelle in 8 Jahren, also von 1679 bis 1687, aus der Altstadt und dem Schlossberg die Festung Freiburg geformt. Die baulichen Veränderungen waren gravierend. Die Umformung mit der Verlegung der Dreisamen 200 Meter nach Süden, dem vollständigen Abbruch von Neuenburg, Lehener Vorstadt und der Schneckenvorstadt noch zur Hälfte, machten die Stadtfläche kleiner. Die verkleinerte Stadtfläche wird nun von einem Ring aus 8 Bastionen umschlossen. Die Verteidigungsmauern sind in Form eines Sterns angeordnet und die ganze Verteidigungsanlage ist flacher, um weniger Angriffsfläche zu bieten. Das Schussfeld vor den Mauern wird freigeräumt. Weder Baum noch Bauwerk darf die Sicht behindern oder dem Feind Deckung bieten. Diese Klärung des Schussfeldes hat zur Folge, dass die Viere und Adelhausen dem Erdboden gleichgemacht werden. Der ganze Aufwand hat ein Ziel: bestmögliche Verteidigung der Festung Freiburg mit so wenig Soldaten wie möglich. So, auf meinem Weg bin ich an der Salzbüchsle-Treppe angekommen. Die Salzbüchsle-Treppe verbindet den Burghaltering mit 251 Stufen mit dem Schlossbergturm. Also hoch, Treppen steigen. Die Festung auf dem Schlossberg bestand aus dem unteren Schloss, dort wo einst die erste Burg stand, und dem oberen Schloss. Das stand auf der höchsten Erhebung. Der Weg war lang zwischen den Schlössern. Um den langen Weg zu sichern, brauchte es einen Wachturm, das Salzbüchsle. Statt dem Salzbüchsle der Festung steht hier heute der Schlossbergturm. Von dem Turm aus bietet sich eine beeindruckende Aussicht über Freiburg und die Umgebung. Unbedingt mal hoch, es lohnt sich. Auch wenn es nochmal 100 Stufen sind. Vom Salzbüchsle geht es weiter Richtung oberes Schloss. Der Weg, die sogenannte Kommunikation, zum oberen Schloss wurde den Plänen nachempfunden, wie hier zu sehen ist. Hier ist das Château Saint-Pierre, das obere Schloss. Deutlich erkennbar das Fort Carré, die Kapelle St. Peter und das Portal zum Schloss. Die Festung wurde nach der letzten Belagerung durch die Franzosen 1744 gründlich geschleift. Eine grüne Wiese ist heute der Ort, der einst der letzte Rückzugsort des Festungskommandanten war. Das Fort war besonders gut zu verteidigen. Die Kernfelsen sind noch erhalten und bieten doch einen Eindruck, wie dieses Fort Carré einst ausgesehen haben muss. Den Namen hat das Château Saint-Pierre von seiner Kapelle, der Kapelle St. Peter oder Chapelle Saint-Pierre. Von der Garnisonskirche zeugt heute nur noch ein hölzernes Kreuz. 1998 wurde es aufgestellt zum Andenken an die gefallenen Soldaten beider Kriegsparteien, die bei den Kämpfen um die Festung ihr Leben gelassen haben. Hier soll es einmal ein solches Portal gegeben haben, der stattliche Eingang zum oberen Schloss. Kann man sich doch vorstellen, oder? So, ich mache mich jetzt wieder an den Abstieg. Für die ganz Eifrigen habe ich noch ein Rätsel. Allerdings ist das mit Bewegung verbunden. Los, rauf auf den Schlossberg, sucht mal das hier. Ein Schutzraum aus der Zeit der Festung. Wo auf dem Schlossberg ist das? Was habe ich euch sonst noch verschwiegen? Zum Glück braucht es heute keine solch gewaltigen Festungsanlagen mehr. Diese Kriegszeiten sind doch sehr fremd. Trotzdem hatte ich Spaß hier auf dem Schlossberg. Ich habe mich nah erholt und euch vielleicht was Neues auf dem Schlossberg gezeigt. Das war's von mir. Viel Vergnügen auf dem Schlossberg. Liebe Geschichtsfreunde, bleibt neugierig.